Jeder, der Software in Produktion hat, kennt sicher das Problem. Deployments sind riskant. So auch in dem legendären Video Let's Deploy to Production. Wie ihr einen stabilen Release-Prozess aufsetzen könnt, sehen wir uns in diesem Video an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Um die gestiegenen Anforderungen sowie parallelen Entwicklungsprozessen in einem System bewältigen zu können, haben sich, wie genannt, diese Release-Prozesse bewährt und auch durchgesetzt. Es kommt aber leider häufig vor, dass bei der Entwicklung von Data Warehouse-Lösungen manchmal Kompromisse eingegangen werden, die nicht der Architekturvorgabe oder Design-Pattern entsprechen. Diese bewussten oder auch unbewussten Abweichungen werden als technische Schuld im Englischen Technical Debt bezeichnet. Damit man diese vermeiden kann, habe ich festgehalten, welche Punkte für ein gutes Release-Management notwendig sind. Kommen wir zum ersten Vorbereitungspunkt. Es muss ein Release-Manager definiert werden. Diese Rolle dient als Sprachrohr für den Kunden, um über alle aktuellen Entwicklungen zu informieren. Ein weiterer Punkt ist der Einsatz von Software-Tools, welche eine Versionierung ermöglichen. Hierzu gibt es viele Anbieter, die das ermöglichen. Dann ganz wichtig in der Vorbereitung ist der Zeitplan. Es muss definiert werden, wann der Release eingespielt wird und ab wann die Änderungen am Echtsystem verfügbar sind. Damit der Kunde informiert ist, welche Änderungen vorgenommen werden, ist es wichtig, dass eine Liste oder ein Dokument über alle vorgenommenen Features und Anpassungen informiert. In der Vorbereitung ist es ebenfalls wichtig, dass es einen Backup-Plan gibt. Regel Nummer 1 ist, dass das operative System operativ bleibt und es zu keinem Aussetzen der Verfügbarkeit kommt. Als letzten Punkt sei die Infrastruktur genannt. Idealerweise besteht dieses aus einem Entwicklungssystem, einem Integrationssystem und einem Echtsystem. Mit dieser logischen Aufteilung ist es möglich, dass der Softwareentwickler die ersten Entwicklungen am Entwicklungssystem vornimmt und für die ersten Tests dem Kunden am Integrationssystem bereitstellt. Wenn diese in Ordnung sind, werden diese dann im Release auf das Echtsystem übertragen. Im ersten Schritt erfolgen die gesamte Entwicklung der Features bzw. der Anpassungen. Wenn diese durchgeführt worden sind am Entwicklungssystem, können diese dem Kunden zur Abnahme am Integrationssystem bereitgestellt werden. Wenn diese in Ordnung sind, werden diese vorgemerkt für den Release-Tag. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 3. Das betrifft die Durchführung und Einspielung aller Features am Echtsystem, dem Release. Anschließend versioniert man das Echtsystem bzw. die vorgenommenen Änderungen am Echtsystem. Und als letzten Punkt ist die Mitteilung dem Kunden gegenüber auszuführen. Dieser soll dann informiert werden, welche Änderungen vorgenommen worden sind und ab wann diese verfügbar sind. Wie ihr seht, sind mit diesen einfachen Schritten und Vorbereitungen ein
guter Release-Prozess möglich und führt zu einem stabileren Data Warehouse. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.